findet zum zweiten Mal in Folge der Friesacher Handwerksmarkt statt. Und wie fiel vor einem Jahr das Fazit der zwei Veranstalterinnen aus? Wir sind sehr zufrieden, dass uns so viele Besucher die Freude machen und bei uns vorbeischauen. Die können sich auch dieses Jahr auf eine Vielzahl von Ständen freuen, an denen kunstvolles Handwerk präsentiert wird. Vor allem, was uns sehr überrascht, dass so viele Fremde gekommen sind. Also auch Friesacher viele, aber sehr viele Fremde, die wir nicht kennen. Von liebevoll gestalteten Patchwork-Arbeiten über fein gestrickte Bekleidung bis hin zu handgefertigten Schmuckstücken wie Ketten und vieles mehr. Die zwei Veranstalterinnen sehen den großartigen Zuspruch der Bevölkerung als Zeichen der Wertschätzung für traditionelle Handwerkskunst. Verpasst also nicht die Gelegenheit, einzigartige, handgefertigte Produkte zu entdecken und die Menschen dahinter kennenzulernen. Am 22. Juni findet das Stadtgrabenfest statt. Gefeiert wird der erfolgreiche Abschluss der Initiative Rettet den Stadtgraben in Friesach. Mehr dazu weiß Heinz Kressel. Und zwar, der Max Goschitz hat ja den Verein vor einigen Jahren übernommen und hat praktisch diese Aktion, wo man Steine kaufen kann, Quadratmeter kaufen kann vom Stadtgraben, wiederbelebt. Und durch seine guten Verbindungen und wenn halt jeder kennt, hat er natürlich auch den Nick D. davon überzeugt, dass er bei dieser Aktion mitmacht. Und man muss sagen, in den letzten 3-4 Jahren war das wahnsinnig erfolgreich. Es wird wieder eine schöne Summe an eine Gemeinde übergeben, damit man weiter finanzielle Mittel zur Verfügung hat für die Sanierung des Stadtgrabens. Und diesmal werden es 100.000 Euro sein. Also da sieht man, wie erfolgreich eigentlich der Max mit seiner Aktion einen Stein, der den Namen trägt, war. Und nur die Aktion endet halt mit dem Stadtgrabenfest am 22. Juni. Die Organisatoren des Festes haben ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Neben der Verlosung attraktiver Sachpreise, musikalischer Unterhaltung stehen nicht nur das legendäre Sautrockrennen auf dem Programm, sondern wieder auch ein Kinderrennen. Und das wird sicher wieder eine sehr lustige Geschichte, wie akribisch sich manche Leute vorbereiten und andere wieder einfach nur ein paar Bier runterzischen und sich auf eine andere Art und Weise aufwärmen. Der Verein Gelebtes Mittelalter Kärnten und der Stadtverschönerungsverein Friesach lädt euch zum Peter- und Paul-Kirchtag. Wir haben oben am Petersberg den Peter- und Paul-Kirchtag am Sonntag, da ist eine Messe zuerst. Und dann haben wir oben auf unserer Anlage zum Trinken und zum Essen. Und es gibt Schaukämpfe vom Verein Gelebtes Mittelalter. Thank you.
Kulturellen Termine findet ihr unter friesach.gv.at/unser-friesach/termine.